Welcome, welcome. Ich habe jetzt endlich die Zeit gefunden, das Video über mein Tattoo aufzunehmen. Beziehungsweise ich habe ja immer schon während der Phase des Tätowierens immer mal wieder Aufnahmen gemacht. Das hat sich jetzt über 2-3 Monate hingezogen und jetzt ist alles tutto completo fertig. Ich habe jetzt noch einen Pulli an, weil ich wollte euch ja nicht spoilern, ne? Für diejenigen, die sich alle um diese ganze Story über mein Tattoo eigentlich gar nicht interessieren, können zu dieser Uhrzeit hier springen und dann kommt ihr direkt zu dem Tattoo. Wir sehen uns dann gleich. Und für alle anderen geht es jetzt eigentlich mehr oder weniger los. Ich habe mich lange damit beschäftigt, was will ich für ein Tattoo haben. Ich wollte immer eins haben, aber irgendwie hatte ich jetzt kein Motiv, das ich bedingungslos für immer auf meiner bzw. unter meiner Haut tragen wollen würde. Und letztendlich bin ich irgendwie auf Maori-Tattoos gekommen. Ja, und an Maori-Tattoos fasziniert mich, dass es mehr oder weniger den Körper ja schmückt. Es ist kein Bild, was du auf dem Körper hast, sondern es schmückt den Körper. Es verziert die natürliche Struktur des Körpers und das gefällt mir sehr. Plus, es erzählt eine Geschichte über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was für Werte sind dir wichtig? Und all diese ganzen Sachen, das fand ich einfach sehr schön. Dann habe ich auch lange gesucht, bis ich endlich einen Tätowierer bzw. eine Tätowiererin gefunden habe, die dann dieses Tattoo machen kann bzw. die das so machen kann, wie mir das gefällt. Und ich bin dann schlussendlich bei der Manu gelandet, wo ich sehr zufrieden mit war. Manu ist wirklich eine ausgezeichnete Künstlerin, die mich sehr beeindruckt hat und deswegen habe ich mich entschlossen, dann zu ihr zu gehen. Ja, wer sich über Manu informieren möchte, ich habe ihre Website, Instagram, alle möglichen Links habe ich unten in der Videobeschreibung nochmal aufgeführt. Stattet ihr gerne einen Besuch ab, die macht wirklich tolle Sachen. Nach einem halben Jahr Wartezeit war ich dann endlich dran und beim ersten Termin war ich auch sehr aufgeregt, wie man sich das vorstellen kann. Wie läuft das Ganze denn ab? Ich meine, ich habe jetzt kein vorgefertigtes Motiv, mit dem ich ja zu ihr hingehe und sage, mach mir das bitte auf den Arm, sondern man geht da halt hin und man sagt, ich hätte mir jetzt überlegt, dass ich gerne den kompletten linken Arm, und man sieht hier schon ein bisschen was, den kompletten linken Arm und meine Brust tätowiert haben möchte. Und wie läuft das Ganze ab? Man kriegt einen Fragebogen über einen, man muss den dann ausfüllen. Dort stehen dann Fragen über die Person, über den Glauben, über die Werte, die man halt hat. Dann setzt man sich hin, dann geht diese Zeichenphase los. Und in der Zeichenphase spricht man auch nicht mit ihr, sondern man hat dann dort zu sitzen und einfach leise zu sein. Man darf auch in der Zeit nicht gucken, denn sie möchte sich natürlich konzentrieren können. Deswegen, man sitzt einfach nur, guckt auf sein Handy oder hört Musik oder wie auch immer. Und sie zeichnet dann quasi mit dem Stift auf die Haut erstmal selber drauf. Und dann sagt sie irgendwann so, jetzt kannst du gucken. Dann schaut man sich das Ganze an. Dann erklärt sie einem das Ganze, was das natürlich alles bedeutet. Ja, und wenn man dann zufrieden ist und dann sagt man halt ja oder nein. Und ich habe dann ja gesagt und dann ging es halt los. Und ja, das erste Mal tätowieren, wie soll ich das beschreiben? Natürlich stellt sich allen die Frage, tut das weh? Ja, es tut weh. Man muss es halt aushalten. Man muss sich das dann natürlich vorher gut überlegen. Will man jetzt diesen Schmerz ertragen? Ich meine, diesen einen Spruch, den kann ich schon nicht mehr hören. Wer schön sein will, muss leiden. Ach, ich kotze, wenn mir das noch einer sagt, ey. Als ich fertig war, nach dem ersten Termin, habe ich auch noch ein paar Bilder gemacht und auch noch Aufnahmen gemacht. Die zeige ich euch, die blende ich immer mal zwischen ein, damit ihr euch das mal angucken könnt. Das sind erstmal immer nur die Umrisse, die dann zu sehen sind. Beim nächsten Termin würde das Ganze dann ausgefüllt werden. Ja, und so geht das halt immer von Termin zu Termin. Nach dem ersten Mal, wie soll ich das sagen? Der erste Gedanke, als ich mich am nächsten Morgen dann im Spiegel gesehen habe, ja, und dann das Tattoo dann gesehen habe, da der erste Gedanke einfach nur, oh Gott, was hast du getan? Aber dann mit der Zeit, je länger ich das dann hatte, desto mehr habe ich mich darüber gefreut und desto mehr habe ich mich auch immer schon auf den nächsten Termin gefreut. Der zweite Termin war dann wieder was Besonderes, denn der fand dann auf einer Messe statt. Auf der Tattoo- und Lifestyle-Messe in Leipzig war das, glaube ich. Und dort sitzt man bzw. liegt man tatsächlich so einen halben Meter weg vom Publikum. Also man liegt quasi echt in so einem Stand und die Leute gehen dann halt um einen her und dort habe ich mich dann tätowieren lassen. Auch eine besondere Erfahrung, würde ich das mal nennen.
ich würde es auf jeden Fall wieder machen, natürlich. Warum nicht? Hat mich jetzt nicht gestört. Ganz im Gegenteil, man kommt mit Leuten ins Gespräch. Da ist eigentlich immer eine ganz lockere Stimmung und das ist, war eigentlich ganz cool. Ich glaube, die zweite Sitzung auf der Messe, die haben wir 5,5 Stunden gemacht. 5,5 Stunden am Stück. Und dann habe ich irgendwann auch nicht mehr aufgehört zu bluten und dann musste Manu leider abbrechen. Die wollten mich eigentlich noch auf die Bühne schicken, denn auf so einer Messe, Tattoo-Messe, gibt es immer Wettbewerbe. Aber da ich so viel geblutet habe, beziehungsweise mein Körper die Tinte dann auch nicht mehr irgendwann angenommen hat, musste mir leider, bevor ich fertig war, abbrechen. Und ja, deswegen konnte ich leider nicht mehr dann auf die Bühne. Aber trotzdem war es ein sehr schöner Tag. Ja, die restlichen Termine, die habe ich dann bei Manu wieder im Studio verbracht. Ist halt so eine kleine Gegend, bei Nürnberg in der Nähe, so ein bisschen weiter östlich, glaube ich. Und ja, ich habe mir halt gedacht, das ist halt schon ein langer Weg von hier, ne? Von hier sind das schon 4,5-5 Stunden Autofahrt. Und ich habe mir aber damals gesagt, beim Auswählen des Tätowierers werde ich nicht danach gehen, wer hier in der Nähe ist oder wer jetzt irgendwie günstig ist, sondern ich werde halt danach gehen, wer macht die schönsten Werke, also wessen Kunst spricht mich am meisten an. Und anhand dessen habe ich mir dann quasi Manu ausgesucht. An dieser Stelle, Manu, wenn du zuguckst, vielen Dank. Du hast mich super glücklich gemacht mit diesem Tattoo. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Spätestens nach 2 Jahren zum Nachstechen. Ich grüße euch alle drüben in Vielsack und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit da. Ja, an dieser Stelle kommen dann all diejenigen, die die ganze Story überspringen wollten, nochmal vorbei. Ich habe euch verarscht, denn die tatsächliche Zeit, wo mein Tattoo zu sehen ist, ist das. Versprochen, jetzt kriegt ihr mein Tattoo zu sehen. Falls euch noch irgendwas interessiert, was ich vielleicht noch nicht jetzt erzählt habe oder was ihr einfach immer schon mal wissen wolltet, bin sehr gerne da, um Fragen zu beantworten. Wenn genug Fragen zusammenkommen, können wir vielleicht auch einfach ein Q&A-Video machen. Würde mich auch interessieren, sowas zu machen. Also raus mit den Fragen, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, wie ich zum Beispiel dazu gekommen bin, etc. Und ich habe jetzt die ganze Zeit schon einen Pulli getragen, damit ihr natürlich nicht vorgespoilert werdet. Aber ich zeige euch jetzt super gerne mein Tattoo. Ich möchte dazu sagen, ich bin super zufrieden. Ich bin sehr, sehr happy damit. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Viel Spaß beim Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Video.